Mein Name ist Tabu, ich bin Sänger und Liederschreiber von der Band Tabu Fantastic und ich bin unterwegs mit der SOB. Das Ding heisst Tabu Hikes. Ich treffe Nick Hartmann heute. Wir gehen zusammen wandern im Kanton Schweiz. Eine Ecke, die Nick gut kennt und ich freue mich sehr darauf. Wir haben das länger nicht mehr gesehen, aber wir haben zusammen geschafft am Album «So Easy» und kennen uns von dort und auch sonst und sind beides Wander- und Musikfreunde. Ich bin der Nick Hartmann, ich bin der mit dem Hund. Ich bin früher viel mehr gewandert als heute. Und darum, weil es nicht mehr so mein Alltag ist, freue ich mich heute ganz besonders wieder mal dürfen, mit meinen Beinen unterwegs zu sein. Ich finde das immer etwas sehr Bewegendes im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze nicht gern und ich verspreche mir sehr viel von dem Tag. Vor allem auch, weil ich mit dem Tabu laufen darf. Und ich glaube, wir haben einander viel zu erzählen. Ich freue mich sehr auf den Tag. Ich fahre viel im Zug, ich wandere gerne. Und das Spezielle ist, es ist nach langer, schöner Zeit, regnet es heute. Und das freut mich besonders, weil im Regen wandern ist ganz etwas Spezielles. Im Regen laufen sind mir schon viele Songideen eingefallen. Zum Beispiel vom Song mit der Rabe. Und ich finde, das ist immer sehr schön und besonders, wenn man das zweite machen kann. Darum freue ich mich sehr auf den Tag. Es wird wunderschön. Ich freue mich auf die Route. Das ist in meiner Hood, in meiner Nachbarschaft. Ich bin im Kanton Zug daheim. Und die angrenzende Kanton Schweiz ist für mich immer so das Tor zu den Bergen, das Tor zu den Voralpen. Und wir fahren mit dem Zug, von Zug via Art Goldau rauf auf Sattel mit der SOB. Morgen, Nick. Du tönst noch. Ja, wir sind im Zug und wir machen einen Podcast, der heißt Tabu Hikes. Wir gehen laufen und du bist mein erster Gast, Nick. Ich glaube, du musst anfangen, wir sind im Zug eingestiegen. Und das ist ein Ort, wo du daheim bist. Ja, ich bin am Zugersee daheim. Ich habe mal den Zug gelebt. Und diese Strecke hier, das ist für mich immer so das Tor zur Welt gewesen. Also auch heute noch diese Strecke. Wie das ist die Gotthardstrecke. Da, wenn du da weiterfährst, kommst du ans Meer. Das ist ja, mit viel Sehnsucht verbunden, so eine Zugstrecke. Noch heute fasziniert mich, dass ich einsteigen und im Meer aussteigen könnte. Ja. Also wenn wir jetzt drinnen bleiben würden. Ja. Und jetzt siehst du gerade, jetzt sind wir im Stadttunnel, aber jetzt, wenn wir dann rauskommen, jetzt siehst du rüber. Und dort drinnen bin ich daheim, am anderen Ufer vom Zugersee. Da ist der Zug jetzt am breitesten und dann, wenn ich in 5 Minuten kommt, ist die schmälste Stelle und dann sind wir früher auch übergeschwommen. Ich habe mal eine Freundin zum Zug. Ja. Ich werde immer ausgelacht. Wo bist du nicht? Ich werde immer ausgelacht dafür, dass ich in der Sing mein Songsendung erzählt habe, ich habe in jeder Schweizer Stadt schon mal eine Freundin gehabt. Was natürlich nicht ganz stimmt. Es ist nur Zug Luzern, Chur, Basel, Zürich und Bern. Sämtliche wichtigen Eisenbahnknotenpunkte. Ja. Und auf der linken Seite haben wir den Zuckerberg. Und jetzt hast du fast ein bisschen herbstlich ausgesehen. Vorne dran Rigi. Und wenn jetzt richtig schön Wetter wäre, gesucht ist zwischen Rigi und Pilatus, Eigenmöch und Jungfrau. Jetzt siehst du, das ist das Killeli von Reisten. Ja. Dort. Wir sind hier im Zug. Was bist du am Zug unterwegs? Ich bin ein Verfechter vom öffentlichen Verkehr. Zürich-Bern zum Beispiel ist eine Strecke, wo ich sicher immer den Zug nehme. Wenn ich in die Ferien gehe oder wenn ich ins Wochenende in Engadin gehe, also dann nehme ich den Zug. Was ist der Vorteil vom Zug, wenn wir gehen wandern und laufen? Das habe ich jetzt auch wieder heute Morgen gedacht. Du kannst einfach eine freie Strecke wählen. Du kannst irgendwo landen. Ja. Du bist nicht angewiesen darauf, dass du dort ankommst, wo du abgelaufen bist. Das ist, finde ich, jetzt in dieser Region. Du kannst auch schauen, dann gehe ich dort auf den Zug und gehe oder auf das Postauto. Und dann bin ich sind wir unterwegs, vielleicht 6-7 Stunden. Ja. Das finde ich schon sehr geil. Also,
Zuverlässigkeit? So ein Rundlauf macht oft wenig Spass beim Wandern, finde ich. Was? Es ist schon schön, irgendwie von A nach B zu kommen. Effektiv, finde ich. Bist du viel zu Fuß unterwegs? Ja, eigentlich schon sehr viel, ja. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne, was ja empfohlen wird aus gesundheitlicher Sicht, aber so zwei Tramstationen früher aussteigt zum Beispiel. Oder auch am Abend gesagt, ich laufe zum Hauptbahnhof heim. Das mache ich extrem gerne. So Alltagslaufen und grundsätzlich auch sehr viel eigentlich wandern. Ja. Ich mache das sehr gerne, ja. Achtung! Ist das Ägeri? Ja, Ägeri geht da hinten. Über Morgarten. Mhm. Schlacht bei Morgarten ist da hinten. Da kommst du gleich zum Ägeri. Ägeri, ja. Man hat dich schon baden. Dort ist die Bahn. Voilà. Vom Ostelberg und nach einem hinteren Hochstück. Vom Sattel steigen wir um ins Bähnli in die Hochstückli-Bahn. Das ist so eine Dreigondelbahn. Die bringt uns auf Mostelberg und von dort aus geht es dann über den Herrenboden, über die Hageneck bis in die Holzegg und von dort mit dem Bähnli wieder runter auf Brunni. Morgen. Sollen wir hier rein? Ja, kannst du auch noch eins? Ja gut, dann kommen wir in das. Kommst du? So ist fein. Mach Platz. So ist er gut. Wie heisst das Ding? Rondo, Drehgondel. Sattel hoch. Stuckli. Hochstuckli. Aber jetzt, wenn es jetzt schön Wetter wäre. Gesucht ist. Gesucht haben wir jetzt hier schon noch. Du ahnst ja die Regie, oder? Ja. Und der hocker da, also jetzt gerade auf der anderen Seite vom Dorf Sattel, das ist der Rossberg und der Wildspitz. Das ist die höchste Erhebung vom Kanton Zug. Ja. Also das ist die Kantonsgrenze da oben. Ja. Das ist da, wo der Kanton Zug wirklich ländlich ist. Jetzt siehst du den Ägerisee. Ja. Und die Schlacht von Morgarten wäre da hinten dran gewesen. Das ist schon mal cool mit dem Drehgondel. Ja, und ich meine, das Wetter, mir macht das überhaupt nichts aus. Du hast auch so Pyjama-Hosen angelegt. Ja, voll. Ja, jetzt laufen wir so richtig Miete hinterher. Ja. Das ist schön. Sonnenaufgang auf dem Miete ist schön. Und jetzt sind wir 1500 Meter, oder? 1200. Hallo. Okay. Guten Morgen. Schönen Tag. Danke für den Service. Da hat es einen Jump. Das ist ja der Familienberg hier, offensichtlich. Es hat hier eine grosse Hüpfanlage mit Trampolin. Es hat eine Rodelbahn. Das sind wir mit unseren Kindern. Ja, immer. Also das ist eben extrem beliebt. Du bist so schnell hier oben. Ja. Und schau mal, ich meine, das ist so schön. Ja. Das ist hure wild. Und jetzt sind wir einfach auch dank dem Wetter allein. Und das finde ich noch fast geil. Ja, finde ich auch sehr geil. Und da ist der Skywalk. Mag ich mich noch erinnern, wo die eröffnet wurde, ist die Brücke. Da war ich dabei gewesen. Die Brücke ist gebaut wie... 2010! Jesus Gott, ist das schon so lange her. Die längste Fußgänger-Hängebrücke von Europa. Ist es. Ja. Das ist die Sommerrodelbahn. Herrenboden. Schon noch. 10 Minuten. Da, der Skywalk. Und wir gehen jetzt hier in den Herrenboden führen und dann geht es dann hier weiter. Hier hat es einen Fall Steinkreis. Frage mich nicht, ob er historisch ist. Aber das können wir jetzt gut rausfinden. Was ist das? Die Adern. Gehen wir mal schauen, komm. Also das ist ein Steinkreis aus vor... Aus wie alt? Vorzeit. Vor dir und vor mir. Einfach Vorzeiten. Ich weiss im Fall nicht, ob diese Steine auch wirklich alt sind oder ob man die Herre da hat, zum Markieren. Aber es sei ein Kraftort. Ich finde das Menschen fast ein Unwort. Kraftort. Es ist schon ein bisschen inflationär gebraucht worden. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht mit Tieren, mit dem Hund, dass sie das Zeug spüren und sich komisch verhalten. Irgendwo da muss man herstehen, dann muss man die Strahlung spüren. Aber irgendwo hat es ein Dreieck.
was ich schön finde, ist, dass auf dem Beschreib steht, die Bedeutung der Linien wird noch erforscht werden. Finde ich sehr schön. Und? Spürt ihr es? Kraftort. Vielleicht ist nur schon das die Bedeutung des Kraftorts, dass man einmal still steht und probiert etwas zu spüren. Für die Wanderung, die wir jetzt machen, wie wir die machen, wie wir die als Familie machen zum Beispiel. Ah ja, natürlich. Ja, es ist ja ein geiler Wanderweg. Ja. Du musst ja nichts klettern. Ja. Ein bisschen Ausdauer musst du haben. Oder etwas zum Berichten, so wie wir. Und dann geht doch das die Zeit im Flug. Für die Zeit verbringen mit Laufen finde ich extrem inspirierend. Ich vergleiche Slalom sehr viel mit Musik machen, also mit Lieder schreiben. Weil Slalom-Skifahren, du musst extrem Fähigkeiten haben, du musst extrem fit sein, aber entscheidend ist die Lockerheit am Schluss. Also du musst tanzen irgendwie mit diesen Stangen. Und ich finde Songschreiben ist sehr ähnlich. Es ist wie so... Also mit Rhythmus, oder? Ja, Rhythmus. Ja, es ist ein Abschnitt, es sind ein bisschen wie Strophen. Aber es ist, wenn du in einen Slalomhang reingehst, verkrampft, dann gönnst du nicht, du hast keine Chance. Du musst locker sein. Finde ich das Schwierige beim Songwriter. Also du hast eigentlich nur einen Plan, du hast ein klares Ziel, aber du musst locker bleiben dabei. Und darum finde ich Slalom so faszinierend. Beim Songwriter oder beim Performen? Oder bist du jetzt sowieso locker? Nein, es ist eben Performen ist es so. Dort finde ich es einfacher, zu mit dem Mut zu kommen, aber es ist ja dort so. Ja, finde ich, ja. Aber wenn du jetzt die Shows spielst, oder? Die haben ja jetzt, sind ja jetzt ein bisschen eingeschliffen in mich an. Ja. Da kannst du vorher noch ein Skirennen schauen und dann heisst du, in 10 Sekunden sollte er auf der Bühne sein. Und dann geht's los. Oder musst du dich noch mental vorbereiten? Ich hatte das sehr streng ritualisiert, alles, okay. Früher. Und dann habe ich eben genau gemerkt, dass das schon zu verkrampft ist. Das bringt irgendwie nichts. Es gibt einfach gewisse Sachen, die ich immer mache vorher, aber es gibt keine strenge Ritualisierung mehr vom Ablauf. Ja. Und jetzt habe ich zum Beispiel letztes Mal... Oder Angst hast du auch nicht mehr? Nein. Seit so einem Jahr oder anderthalb, seit einem Jahr sehr stark, habe ich so das Gefühl, ich fahre auf so einem Hoverboard auf die Bühne. Aha. Und gleite so durch die ganze Show. Es ist ein sehr gutes Gefühl. Aha. Und das ist vor allem, seit man nicht mehr zu viel Gedanken macht, seit ich es einfach mache. Schon ein bisschen nervös natürlich, aber nicht jetzt. Du freust dich auf jeden Moment. Ja, voll. Also sonst hast du ja häufig, ich hatte das auch bei Sendungen gehabt, bei Live-Sendungen, wo ich gewusst habe, jetzt kommen die schwierigen 10 Minuten. Ja. Weil ich einen Gast habe, der vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist, weil ich nicht weiss, habe ich die richtigen Fragen parat. Und dann verkrampfst du dich darauf her. Ja. Und die schönsten Sachen sind immer die wirklich, einfach, wie du sagst, einfach, wo du durchgleiten kannst, wo du auf jeden Moment freust. Ja. Ja. Und bringst auch die Lockerheit her. Ja. Jetzt, in der Zwischenzeit hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet und jetzt kommt der Hakenspitz vor. Siehst du? Das ist der Hakenspitz. Das ist der äußerste, der nördlichste von diesen drei Gipfeln im Mieten-Massiv. Habe ich heute gelernt von dir. Hakenspitz? Und nachher kommt, ja, es gibt Hakenspitz, dann gibt es den kleinen Mieten, ja. Der schwierigste. Und zum Klettern, dann kommt der grosse. Und vor, was war das? Das war 2018. Habe ich die Mieten-Trilogie gemacht, bei etwa dem Wetter. Und wir haben nachher so viele böse Mails bekommen. Und der Bergführer hat sich rechtfertigen, dass er mit mir bei dem Wetter auf dem Mieten ist. Es ist nicht Hochgebirge, es sind die Voralpen, aber es ist Gebirge. Und da stürzt jedes Jahr einer zu Tod am Mieten. Ja. Das werden eben schon ein bisschen unterschätzt. Aber am Kleinen vor allem, oder? Habe ich gehört. Ja, auch am Grossen auf dem Wanderweg. Ja. Ja. Also, jetzt gehen wir ihn. Jetzt ist Hakenspitz. Dann machst du nicht an einem Tag, logischerweise. Mal? Machst du alle aufs Mal? Ah, halt. Wir, stimmt, wir sind... Mal, die kannst du schon an einem Tag machen. Wir haben anderthalb gebraucht. Gell, wie wir eine Kamera dabei hatten. Dann brauchst du immer ein bisschen mehr.
Schau dir mal die Murmel hier unten. Da unten, da rechts. Flump, 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 flump. Ja, die machen sich parat. He? Durch den Winter. Die gehen jetzt gleich raus. Aber ich war immer der, der sich auch begeistern für etwas. Ja. Ich glaube, das ist das Künstlerische. Das hast du einfach oder hast du es nicht? Du musst einfach. Ja. Das ist wirklich. Ich beschreibe es, hat mich gerade jetzt im Interview gefragt, wie machst du das, dass jedes Mal wieder etwas Neues entsteht auf dem Album? Wirklich, ich find, der Vergleich von, du hast das Kind, das in einem Raum ist, wo es zum ersten Mal ist. Und dann geht das Kind dort her und macht etwas. Dann hat es das ausprobiert, dann geht es zu einem anderen und macht das. Und das war mir jetzt beim letzten Abend mit dem Chording hure stark spürbar, das wollte ich jetzt ausprobieren, um jeden Preis. Ja. Aber es ist klar, dass ich es beim nächsten nicht mehr in dem Ausmaß mache, weil ich es ja gemacht habe. Ja, genau. So. Und das... Es wird dir auch langweilig. Das, was du gemacht hast, wird dir langweilig. Ja. Oder? Ja. Und dann muss ich es nicht mehr machen. Das ist lustig, ja. Und ich glaube, das ist ein hure Künstler-Ding. Ja. Ich glaube, nicht alle Menschen spüren das so. Wirklich nicht. Und das ist auch okay. Und dass du es auch wirklich auch für dich machst. Ich male zum Beispiel. Ja. Und ich mache das für mich. Ja. Ich habe noch nie an eine Verkommerzialisierung gedacht. Ja. Nie. Ja. Und ich traue mir das auch nicht zu. Ich würde mir auch nie anschreiben oder mir Visitenkärtchen machen mit Künstlern. Ja. 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 Und dass das, was war, gerade vorbei ist, für das ist das Fernsehen eigentlich super gut. Oder das Radio. Ja. Es ist immer, für mich war eine Sendung immer gewesen, wie bei dir vielleicht mehr wie ein Song oder wie eine Symphonie, dass du die einzelnen Sätze durchspielst. Und Rhythmuswechsel versuchst zu machen. Emotionen, Bandbreite kannst du ausschöpfen. Aber wenn sie durch war, fertig. Ich habe das Zeug nie mehr geschaut, ja. Nie gelassen. Ja. Da unten. Da geht es ins Mutital. Also dort, das ist Muta, der Bach, der dort oben runterkommt. Und das ist der Fronalpstock. Und jetzt siehst du da vorne. Da siehst du jetzt auf die Brunnen führen. Jetzt siehst du den Vierwaldstättersee. Und vis-à-vis ist der Elisberg. Und dann noch die Rütliwiese. Das Rütli siehst du gerade, wo das Schiff vorne durchfährt. Und der Blick von Seelisberg Richtung Mieten ist das Bild im Nationalratssaal. Hier sehe ich natürlich viel an der Hochschule. Ja, stimmt. Wie viel bist du denn, Nick? Viel. Jetzt das nächste Semester, hure viel. Ich komme jetzt ins zweite Jahr. Ja. Ich habe das erste abgeschlossen. Mit 2 Sechsern, einem 5,5er und einem 5er. Streber, wirklich. Bis so gut. Ich habe doch in meiner Lebtung noch nie kommuniziert, was ich für Noten hatte. Aber jetzt bin ich hure stolz. Ja, ist schon geil. Das ist lässig, es ist so gut. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt im Leben. Also einfach, dass du so viel Zeit hast für die Musik, oder? Ja, die Leute, die Themen, ja. Die Menschen, du kannst über du so etwas verbinden. Das ist so, ich habe beim Radio am ehesten das noch gehabt, oder? Ja. Jetzt auch wieder der kommerzielle Druck, den du nicht hast. Ja. Schau, das ist Brunni da unten, das wäre eben schon nahe gewesen. Brunni. Aber da vorne ist das toll zeigt dort. Sicher? Ja. Und ich kann nie mehr Lohn wählen. Ich kann immer nur Freiheiten wählen. Ja. Und ich habe mir auch immer einen Job gewünscht, wo ich einmal einen Tag Zeit habe, für Sachen zu erledigen und etwas dranbleiben. Und vorher habe ich als disponierter Moderator. Du bist gekommen, hast abgenudelt und bist wieder gegangen. Ja. Und wie gross ist der. Also weißt du, wie viel spielst du Instrument? Üben? Ja. Täglich 1-2 Stunden. Ja. Klavier, jetzt habe ich sehr viel Klavier gespielt. Ja. Jetzt in der Semesterferien. Will ich einfach das Theoretische mit dem Praktischen jetzt langsam zusammenbringen. Ja. Und Flöte, die ist mir so vertraut. Ich habe jetzt noch auf Sax wieder führen. Nein, ich habe früher schon Sax gespielt. Ich muss jetzt im Rahmen vom Studium auch ein zweites Instrument noch spielen.
Und dann mache ich Sachs. Das mit alle, gell? Ja, Nebenfach. Hätte ich können passen, die Gitarre, was auch immer. Ja. Aber ich habe jetzt auch gefunden, ich mache jetzt einfach etwas, was ich schon ein bisschen kann. Ja. Und dort merke ich, das ist mir nie so vertraut, obwohl es die gleichen Griffe sind, praktisch. Ja. Es ist einfach ein anderer Töff. Jetzt siehst du Schweizen. Brunnen, und das ist Rigi. Burggeist. Ja, heisst das. Es gibt ja ganz verschiedene Rigi. Es gibt Rigi Kulm, Rigi Staffel, Rigi Kalpad, Rigi Känzeli und so weiter. Ja, die Innerschweiz ist schon geil. Ich finde das. Wir sind hier auf der Hakeneck. Ja, gell. Am Fuß vom Hakenspitz. Und laufen nachher eigentlich noch um die Mitte herum. Genau, da hinten jetzt laufen wir um den Hakenspitz und dann ist da vorne noch der rote Flur und auf dem Weg der Führer ist die Holzegg und dort hat es ein Bändchen, dort geht es ins Brunnen runter und dann bist du auf der Seite von Einsiedeln. Und du siehst, auf dem Hakenspitz oben siehst du ganz feines Kreuz. Ja. Da oben bin ich gesehen. Ah. Und wir sind hier bei einem kleinen Kirchli und ich habe immer meine analoge Kamera dabei, heute nicht. Wo ich Maria statue und abfüttere. Wirklich? Ja. Und was gibt das einmal? Ich weiß nicht. Aber das ist irgendwie lustig, es macht etwas mit mir immer noch. Was, eine Maria füttern? Nein, einfach die Statue. Also ja, schon auch die Bilder. Ja. Ja. Aber du bist ja so etwas von protestantisch, oder? Gell, das ist ganz schlimm. Nicht? Doch. Nein, also ich finde ja, weißt du, Maria ist ja so etwas, wo ich bin auch reformiert. Und der Kanton Zug ist so etwas von katholisch. Früher noch viel mehr gewesen. Das ist immer die Verehrung von der Mutter Maria. Und das ist eindrücklich. Und wenn man, weißt du, Einsiedl, oder? Ja, das ist die schwarze Madonna. Ja. Also dort. Schau dir, jetzt siehst du im Fall Holzegg. Ja, dann haben wir dafür etwas gemacht nachher. Schau dir da oben. Gäumst du? Siehst du? Links vom Baum. Etwa 5. Das Bäumchen hier. Ja, voilà. Links. Hey. Hinten dran. Rechts davon. Ja. Du, aber schau mal, wie die, hä? Lassen sich nicht beirren. Coole Socken. Aber ist es nicht unglaublich, etwas Entspannendes und Beruhigendes, wenn du einfach schnell einen halben Tag. Es ist ja nichts, oder? Einen halben Tag gehst du laufen. Ich hatte das, weiss, früher hatte ich das natürlich immer, aber ich finde es schon sehr entspannend und ablenkend. Müsste man viel mehr machen. Da sind wir! Geschafft! Bravo! Zielacho, Holzegg, Mitte. Hallo da! Und, wenn man am Ziel ist, geht es vor allem Richtung Bahnhäschli. Siehst du, wir sind jetzt an dem, wir sind hier durch den Wald gekommen, gell? Ja, wir haben den ganzen Wald gemacht. Ja. Einmal um die Mieten rum. Mieten und nicht Mieten. Darum heisst es Zürich auch den Mieten geben und nicht den Mieten geben. Holzegg. Oh, ist das schön warm. Hallo miteinander. Hallo. Grüezi miteinander. Ist das schön warm bei euch? Ja, extra gut. Ja, wir machen am Nachmittag dann noch einmal die schwarze Piste. Magst du das Bänkchen? Ja, hast du recht. Es geht schon ums Ankommen, oder? So wie du schnaufst jetzt. Ja, das Glücksgefühl, ja. Hey, jetzt sind wir da. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ist das erste Mal auf der Holzegg? Ich war ja noch überall da noch nie gesehen, im Fall. Ja. Hier unten ist Brunni. Ich habe Hunger. Da. Wurstkässalat, Elber Magron. Da. Komm. Nimm mal. Wie klemmt es? Warme Speise. Schweinsschnitzel über Bonfrit. Ausgemacht Schweinskartoffel über Bonfrit. Es hat geregnet in den Bergen. Willst du das hören? Nein. Wir sind euch Sonne.
spürst, wie es vibriert. Oi. Pass auf, dass eine Nacht keine Liebe passiert. Wir sind uns so nah. Spürst, wie es vibriert. Pass auf, dass eine Nacht keine Liebe passiert. Du hast noch ein paar Ziele mitgeschrieben. Thank you! Wie geht's? Komm noch langsam wieder zurück. Alles vibriert. Weiß gar nicht, wie es geht. Ich sing's immer anders auf der Bühne. Ich glaube, heute Nacht ist Liebe, Liebe passiert. Ja, schön. Ja, Nick, wie war es für dich? Okay. Ha? So eine Regenwanderung. Hast du irgendetwas gemerkt, dass es nicht schön Wetter war? Nein. Das ist so nebensächlich. Nein, das ist komplett egal. Weißt du, das der Stress wirklich voll, aber das hat es ja nicht gemacht. Weißt du, was der Vorteil war? Ich habe mein Telefon nicht gebraucht. Ich habe kein Foto machen müssen. Ich war nicht abgelenkt für irgendwelche Social-Media-Beiträge, sondern ich konnte mich auf dich konzentrieren und ich glaube, du dich auch ein bisschen auf mich. Ja. Wir hatten extrem Zeit, gehabt, wieder mal in der Schweiz. Ja. Schön gewesen. Ja, mega schön gewesen. Ich habe jetzt wirklich, es freut mich jetzt gerade ein bisschen vor Freude. Und auch in dem Moment, wo wir in der Holzeck in die Beine reingekommen sind, wenn du die Wärme spürst, dann hast du dich ein bisschen bewegt. Für das wären wir Menschen ja eigentlich gemacht und wir nützen das viel zu wenig und müssen nachher alles kompensieren in einem Fitnesscenter. Und für mich war die Erkenntnis gewesen, wieder einmal pro Woche so zu laufen, du verpasst im Geschäft nichts. Du kannst gleich arbeiten. Du denkst an andere Sachen nach. Und kommst vor allem sehr entspannt heim. Das ist mir wirklich mein Fazit, das öfters zu machen wieder. Und vor allem, ich wohne jetzt an einem neuen Ort. Und es gibt von dort aus kann ich wirklich zu Fuss noch Sachen komplett erkunden, die ich gar noch nicht kenne. Und das fange ich jetzt an zu machen. Es hilft so krass beim Denken und es tut so gut. Du schaffst es noch, dass das so bis auf... Der ist so befahrt auf Bern. Ah, wirklich? Ja, es gibt eine Strecke Chur-Bern, tatsächlich, ja. Ach, siehst du? Ja, also der ist so befahrt bis auf Bern. Und, aber was ich immer auch gerne mache, ist einfach von zu Hause aus jetzt gehen. Es ist, ich wohne an einem neuen Ort. Das heisst, ich kenne ja nichts und kann von zu Hause aus alles gut erkunden. Das fange ich jetzt an, freue mich hure. Ich freue mich natürlich auch wieder darauf, eine weitere Folge zu machen von dem Podcast «Tabu Hikes», wo ich auf einen neuen Gast treffe und wieder wird Zug fahren und wieder wird wandern. Und ich freue mich extrem darauf. Dir danke ich vielmals, hast du mitgemacht, Nick. Gerne, und wenn du wieder einen brauchst, ich komme immer. Gut, ja, wir können es einfach so machen, wir zwei wandern immer. Der Hund muss ja auch immer brünzeln. Voilà, also. Die kommt auch mit. Gut, so machen wir es. Ich freue mich auf eine neue Folge «Tabu Hikes». Der Gast verrate ich euch jetzt noch nicht. Danke euch aber vielmals fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns wieder da. Tschüss, macht's gut. Schaut auf eure Gedanken und wir sehen uns an der Bar. Sag immer am Schluss vom Konzert. Sag jetzt am Schluss vom Podcast offensichtlich. An der Railbar im Zug. SAB hat so eine Railbar, weißt du? Gut.